Wir beobachten schon seit langem, dass Entsorgungsunternehmen, mit denen wir bei Agimus ja extrem viel Kontakt haben, immer schwerer Versicherungsschutz bekommen. Entweder die Prämien sind extrem hoch oder die Unternehmen kriegen gar keinen Versicherungsschutz mehr und müssen dann unversichert ihre Tätigkeit durchführen. Das führt natürlich zu sehr schwierigen Situationen, wenn es dann tatsächlich mal brennt. Besonders hohen Wert legen wir darauf, zu zeigen, dass mit neuen Technologien und Kopplung von verschiedenen neuen Technologien tatsächlich die Risikoprävention verbessert werden kann. Denn wir haben hier ja gekoppelt die Technologie einer Firma, die den Brand detektieren soll, mit einem anderen, der einen Löschroboter anbietet. Also wirklich Vernetzung verschiedener Technologieanbieter. Wir bauen also diese Geräte hier in Österreich. Die Geräte, die sind ursprünglich mal für den Einsatz bei Tunnelbränden entwickelt worden. Man hat dann aber sehr schnell eigentlich gesehen, dass man die auch anderweitig sehr gut einsetzen kann und sehr gute Erfolge damit erzielen kann. Unter anderem eben wird es auch doch häufiger und immer häufiger wieder bei Deponiebränden eingesetzt. Die Funk-Stiftung selber fördert Forschungsprojekte in den Bereichen Risikomanagement und in der Kultur. Wir stellen eben durchaus seit Jahren schon fest, dass es viele Feuereignisse gerade in den Sommermonaten auf diesen Abfallwirtschaftsbetrieben in Deutschland gibt. Wir wollen jetzt hier letztlich prüfen, ob eben sehr neue Sensorlösungen Brände sehr frühzeitig erkennen, sodass auch dann die auch etwas innovativeren Löschtechniken die Brandszenarien, die Brandereignisse, die entstehen, halt frühzeitiger bekämpfen und begrenzen können. Wir sehen immer so ein bisschen die Dimension Prävention, also wirklich Stunde, Tage, Wochen vor einem potenziellen Brandereignis schon zu reagieren, dann natürlich die Früherkennung, also früh, wie es nach der Zündung irgendwie geht, zu reagieren, dann die adäquate Brandbekämpfung. Für all diese Bereiche gibt es Technologien, die es zu vernetzen, zu verknüpfen geht. Und da suchen wir in diesem Projekt hier heute die bestmöglichen Kombinationen, um am Ende die Unternehmen eben bestmöglich zu schützen. Ich habe mir bei dem ersten Versuch die Login-Protokolle ganz schnell mal angeguckt. Also es kam sowohl das Signal Thermal, also Wärmealarm, sehr kurz danach, also eine Sekunde später Rauchentwicklung. Aber eben, was ich sehr interessant finde, die Wärmeentwicklung haben die Systeme vorher detektiert. Das ist ja ein Wärmesensor, der sehr sensibel ist. Und die Kommunikation hat funktioniert, also insofern alles gut. Es war ziemlich schwierig, weil das Feuer wohl ziemlich tief in dem Holz drin saß. Aber das sind eigentlich genau die Bedingungen, die man auf so einer Deponie eigentlich vorfindet. Das Feuer ist irgendwo tief, man erreicht es von oben her gar nicht. Man erreicht von oben ja nur die Oberfläche. Deswegen hat es so lange gedauert. Wir werden die genauen Zeiten auswerten, wie lange hat was gedauert. Und wir werden dann nochmal genau gucken, was fehlt gegebenenfalls noch. Gerade nachts ist ja kein Bediener für so einen Roboter da. Was fehlt vielleicht noch, damit so ein Roboter auch einen Teil der Strecke schon mal alleine fahren kann? Alles vorstellbare Technik.